Nancy Faeser hat reagiert mit einer Pressemitteilung. Ich habe sie jetzt hier gerade vor mir. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilt Messerangriff auf Rechtsextremen in Mannheim und ruft zur, halten Sie sich fest, Nichtverbreitung des Videos auf. Es geht noch weiter. Es ist wirklich unglaublich. Also das ist, ich zitiere, die Verbreitung dieses Videos verletzt die Persönlichkeitsrechte sowohl des Täters als auch des Opfers und kann zu einer weiteren Spaltung unserer Gesellschaft führen, warnte die Ministerin. Das Teilen solcher Inhalte verstößt gegen geltende Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und der Menschenwürde. Faeser, Moment, es geht weiter. Faeser betonte zudem, dass die Verbreitung des Videos extremistischen Gruppen, insbesondere der AfD, in die Hände spielen könnte. Solche Vorfälle, ich zitiere direkt, werden von extremistischen Gruppen genutzt, um Hass und Zwietracht zu sehen. Indem wir das Video teilen, geben wir ihnen eine Plattform, ihre Hetze und Propaganda zu verbreiten. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich kann eins versprechen, was wir als AfD nicht zulassen werden, dass solche Leute weiter in den Ämtern sitzen. So sieht es aus. Eine Schande ist das. Widerwärtig. Widerwärtig.